Hey Freunde, willkommen zurück bei Metroid Other M. Ja, wir haben letztes Mal schon unseren ersten großen Bossfight gehabt und unser Chef hier meckert uns die ganze Zeit an, dass er uns endlich hier wegsehen will. Und oh, aufpassen, ich wollte eigentlich gerade die Karte aktivieren. Ihr seht jetzt nämlich hier die blauen Punkte auf der Map sind Items, wurde gerade gesagt. Was A ist, achso, ich habe R gelesen, A ist Zoom. Genau da unten haben wir noch ein Item, wo wir vorher nicht holen konnten. Und bei dem orangenen Ding müssen wir hin. Okay, dann würde ich mal sagen, nicht zu los. Und nein, ihr macht mir nichts. Ja, die Viecher kennen wir schon aus anderen alten Metroid-Spielen. Aber hier haben sie irgendwie Beine und da unten ist etwas. Okay, wie kommen wir da rein? Da unten blaue Punkte. Der blaue Punkt erscheint, sobald alle Gegner wechseln. Achso, okay. Idis werden euch klar, ja. Hier, das schaut auch gut aus. Oh ja, und da können wir auch gleich durch. Schnell hin und... Was? Können wir das kaputt machen? Ja, wir können es kaputt machen. Das ist ein Missile-Container. Okay, so schauen die hier aus. Können wir das kaputt machen? Nö, das heißt, zurück mit uns. Geil, damit haben wir unser erstes Upgrade und das heißt, wir haben 11 Missiles, okay. Das Upgrade bringt nur einen Missile mehr. Gut, das wurde anscheinend verändert, statt 5 wie normalerweise, und wir können auch nicht speichern. Okay, dann eben nicht. Statt 5 wie normalerweise erhöhen die jetzt halt nur einen. Ja, okay, gut. Anders, aber okay. Gut, hier scheint... Ja, was mache ich denn? Hier scheint nichts drinnen zu sein. Ja, also kein Item zu sein. Okay, andererseits sollten wir erstmal die Gegner killen, damit die blauen Punkte auftauchen. Gut, waren das alle? Nein, das waren nicht alle. Na, ich möchte jetzt hier alle killen, weil wenn man dann schon sehen kann, ob hier ein Item versteckt ist, dann sollte ich das auch machen. Gut, also den hätten wir. Da unten sind noch welche. Oh ja, und da oben ist auch was. Hat sich schon gelohnt. Gut, wieder da nicht hin. Rechts entlang, genau. Oh, und rechts ist auch ein Item, okay. Da ist gleich einiges versteckt und festhalten, Samus. Na, festhalten, nicht loslassen. Was machst du denn? Gut, wieder rauf. Ich hoffe, wir finden es auch, sonst ist das hier ein bisschen sinnlos. Gut, da links war doch noch was, ne? Ja, da, schauen wir mal. Ist da was? Nee, scheint oben drauf zu sein, okay. Kommen wir da irgendwie rauf? Nein. Na, verdammt, da kommen wir da auch noch nicht hin. Okay, dann war die ganze Aktion hier etwas sinnlos. Ja, Moment mal, dieses orange Ding da. Jetzt, lass los. Ist das ein Eingang für den Morphball oder sowas? Schaut irgendwie so aus. Ja, okay, gehen wir mal wieder zurück. Ich möchte jetzt hier nicht wieder den ganzen Part vertrödeln. Da ist ein Schalter und wir können da nicht drüber springen, okay. Oh ja, das sind ja jetzt überall Gegner. Stimmt. Und ich habe mich gerade gefragt, droppen die jetzt nichts zum Heilen? Dabei heilt man sich jetzt so. So. Indem man die Controller schreckelt und dann A drückt. Nee, jetzt geht's auf einmal nicht mehr, okay. Beim Bosskampf haben wir uns so geheilt. Jetzt anscheinend anders und... Wow, geht mal weg hier. Aber die fliegenden Gegner sind jetzt ein bisschen blöd zu killen in der zweiten Ansicht hier. Naja, machen wir erstmal die, wo wir gut erledigen können. Ja, da oben bist du doch. Ja, jetzt muss ich in die Ego-Ansicht wechseln, oder? Und nicht explodieren, bitte. So, okay, den haben wir erledigt. Und jetzt können wir auch, glaube ich, an den Energietank endlich hin, oder? Können wir das kaputt machen? Ja, es geht kaputt. Oh ja, da halten wir nämlich jetzt gleich 99 mehr aus. Und haben sogar hier einen versteckten Raum. Okay, ach, das war sogar wichtig, dass wir reingehen. Okay, gut, gut. Dann aktivieren wir mal das System. Muss ich irgendwas drücken? Nö, machst du schon selber. Oh, und wir haben hier eine Menge Gegner. Soll ich da hier in die Ego-Ansicht? Nee, das geht ja auch so ganz gut. Na, komm. Weg damit. Sind das aber dann Nester, wo die rauskommen? Weil... Kann sein, dass ich die dann hier erledigen muss. Ja, muss ich. So, aufladen und Missile. Und nochmal. Und nochmal. Jawohl. Da haben wir eins von zwei schon mal down. Nur noch das hier. Normale Missiles. Ja. Schön. Okay, noch ein paar mehr. Nee, das war alles, was die hier zu bieten haben. Dann schalten wir das System mal wieder ein, würde ich sagen, Freunde. Und es funktioniert. Die Türen funktionieren wieder und wir können raus. Ah, okay, jetzt sollen wir uns auch wieder bei Adam melden. Und wir sehen schon auf der Karte, der wimmelt sich nur so von Items.
Und ich möchte nochmal zurück. Da hatten wir vorhin schon mal eins gesehen. Konnten aber nicht hin. Oh, 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 hier werden wir zwei Dinger. Na, weg mit euch, weg mit euch. So, du bitte auch, so. Waren das alle? Ja, okay, hier scheint es anscheinend nichts zu geben. Na, falscher Weg. Da unten war das, glaube ich, irgendwo. Was, sie ist zu? Warum ist hier zu? Geht's dafür hier weiter? Da ist auch noch zu. Hä, ich kann ich jetzt nicht mehr zurück und das Item holen. Heißt, ich habe schon jetzt etwas verpasst. Na toll. Okay, das war dann Fail, würde ich sagen. Dann gehen wir zurück. Oder versuchen wir mal, das Ding da oben zu aktivieren. Ich dachte eigentlich, das haben wir schon mal gedrückt. Aber gut, dann mache ich es nochmal. Vielleicht kommen wir dann unten raus. Machst du mal, Samus? Sie will nicht. Okay, anscheinend dürfen wir nicht mehr zurück. Verdammt. Das heißt, das Item können wir uns mal abschminken. Schade, ich dachte eigentlich, da brauchen wir die Bomben dazu. Aber wie es aussieht, konnten wir es ja schon holen und ich hab's verpennt. Verdammt. Okay, dann, wow, rennen wir mal zurück, aber, nee, irgendwas will uns wohl nicht. Oberblast, spring auf einen Gegner und drücke an, sobald die volle Ladung erreicht ist. Na, jetzt ab, bounce. Ja, das machen wir jetzt einfach, oder? Geht das immer? Anscheinend nicht, okay, Vorsicht, Samus. So viel halten wir nicht aus. Ja, komm, spring auf den Gegner. Nee, das geht anscheinend nicht immer. Okay, dann, wow, jetzt muss ich mal aufpassen hier. Nimm das. Na, ja, komm, geht down. Wow. Aufladen und bounce. Ja, ich kann nicht auf die Gegner. Jetzt geht's auf einmal. Okay, ich weiß noch nicht genau, wann es jetzt funktioniert. Jetzt scheint es auf jeden Fall gut gegangen zu sein. Und hier hinten ist ein Item. Na, Wandsprung? Ja, doch, schaut gut aus. Und wir haben einen weiteren Missile-Container. Auch wenn die hier nicht so wirklich viel bringen. Zack, aber wir können die uns ja immer auffüllen, deswegen komm. Haben wir genug? Da sollten wir am besten die Leiter nehmen, oder? Geht das überhaupt? Nö. Wir machen natürlich hier den coolen Modus und können nicht drauf. Was? Sollen wir das da oben vielleicht erstmal aufmachen oder so? Geht das? Ja, es geht. Zack. Und jetzt müssten wir da auch gut hochkommen, oder? Ja, nein, nein, nein. Samus, aufpassen. Bitte raufgehen. Danke. Macht das denn was? Ja, damit haben wir die Brücke wieder hochgefahren. Okay. Ich bin mir immer nicht sicher, wann wir die Dinge jetzt drücken können und wann nicht, weil mal geht's, mal nicht. Ah, und die hier sind gerespawnt, wie es aussieht. Aber die Punkte, blauen Punkte sind immer noch da von vorhin. Okay, das heißt, es reicht einmal, alle Gegner zu erledigen. Und wir müssen nicht mehr ewig hochspringen, das ist doch gut. Oh, jetzt müsste auch der Schalter da hinten funktionieren. Was macht der denn? Wir können vielleicht jetzt weiterfahren? Ach so, wir konnten gar nicht hochspringen, das heißt, wir mussten den Aufzug nehmen. Na, das ist doch ganz gut, dass es jetzt wieder hochgefahren ist. Na, was vor allem gut ist, ist, dass jetzt hier mal ein bisschen heller ist und wir sehen, was wir eigentlich machen. Und ich frage mich, hier müssen wir doch irgendwie durchkönnen, oder? So, da ist aber nix, ne? Nein. Weil wir sehen ja, da hinten ist was. Ah, da! Ja, verdammt, das ist hinter der Wand. Das ist natürlich nicht gut. Ansonsten können wir es auch nicht aufmachen. Okay, schade. Ja, der Gegner da. Kommen wir da irgendwie rauf, weil da oben... Wow, okay, hier gleich mit Missiles. Da oben ist ein... ist ein Item, aber wir kommen nicht ran. Wie kommen wir da ran? Da muss es doch einen Weg hier geben. Vielleicht kommen wir jetzt an den orangen Schacht dahin. Das wäre ganz gut. Samus. Jawohl, wir kommen dahin. Okay, zum Glück habe ich meine Augen offen gehabt. Ah ja, Missile-Container. Sehr schön. Ja, deine Missile-Kapazität wird erhöht. Danke. Laden wir gleich mal auf. Alles voll machen, bitte. So. Okay, dann schaue ich mich aber auch nochmal auf der anderen Seite um. Ob wir da vielleicht doch irgendwie reinkommen. Ups, da hat nichts ausgeschaut. Ist ein etwas komisch hier, dieser Wechsel mit 2D, 3D. Aber okay, ist mal was Neues. Nein, hier scheint man nicht hochzukommen. Okay, gut. Dann jumpen wir mal schnell rauf. Zack, zack, zack. Und sind auch schon oben. Okay, dann erstatten wir mal Bericht dem Adam. Adam, komm mal her. Können wir mal wieder speichern? Dürfen wir? Nö, wir dürfen nicht. Ich frage mich eh, wann man hier speichern darf und wann nicht, aber
Das suchen die sich anscheinend aus. Ich komme auch nicht durch. Ja, muss ich jetzt? Was muss ich denn machen? Ich muss da hoch. Und es gibt auch sonst keinen anderen Weg. Hier, dieses Terminal ist mir auch markiert mit N, aber wie kann ich es denn benutzen? Ich habe ja nicht viele Knöpfe, ich habe ja keinen Nunchuk angeschlossen. A, B? Ach, ich soll B drücken. Ja, das ist gut, dass mir das mal jemand sagt. Das wird ja im ganzen Spiel nicht benutzt, die Taste. Oder bis jetzt auf jeden Fall schön. Also in dem, so wie ich es jetzt halte. Gut, dass es funktioniert. Okay, die respawnen hier anscheinend alle. Und die Kamera macht eine schöne Fahrt hier. Ja, das mit dem automatischen Zielen funktioniert dann wenigstens ganz gut. Samus, go through the hatch on your right and head towards Sector 1. Lyle went ahead to secure a route to a facility of interest. I'll leave you to survey Sector 1. Okay, wir haben jetzt einen neuen Auftrag wohl bekommen. Und dieser runde Raum schaut entweder nach einem Aufzug oder nach einem Bossraum aus. Okay, ist die jetzt offen? Oder kommen wir überhaupt nicht mehr zurück? Nein, ist offen. Na, ich möchte nochmal schauen, ob wir zu diesem Item dahin kommen, okay? Das werde ich aber schneiden. Ich schau mal, ob wir es bekommen können. Okay, Fail ist immer noch zu. Gut, dann gehen wir mal in diesen Sektor 1 hier. Ja, ist doch hier Sektor 1 oder nicht? Was hat er denn? Na gut. Gehen wir einfach mal weiter. Wird schon richtig sein. Einen anderen Weg haben wir eigentlich nicht. Und hier dürfen wir auch noch nach rechts gehen. Okay. Na, mal schauen, wo der uns hinführt. Ich weiß nicht, ob die Sektoren hier auch wieder so Nachbauten von irgendwelchen Umweltstrukturen sind. Wie jetzt zum Beispiel Urwald oder sowas. Na, mal schauen, wo uns dieser Aufzug hinbringen wird. Ich könnte ja mir denken, dass wir bald im gleichen Urwald landen oder so. Und, oh, da liegt einiges an Zeug, sehe ich gerade. Oder lag da Zeug oder es waren das Gegner, ich weiß nicht. Das kann uns jetzt aber anscheinend erstmal egal sein. Oder doch, wir würden raufkommen. Aber da müssen wir wahrscheinlich eh nochmal hochlaufen, deswegen lasse ich es mal in Ruhe jetzt. Hat. Okay, hier die neuen Gegner, irgendwelche Gasballons, komische Smogons aus Metall. Overblast, ja, ich brauche keinen Overblast, es geht bestimmt auch so hier. Nein, okay, ouch, au, au, au. Na dann, bounce. Okay, wenn man es denn schafft, auf den Gegner zu landen. Ja, spring auf ihn drauf, Samus, bitte. Jetzt ab. Dann kann man die ganz gut killen. Und ich frage mich echt immer, wie wir uns heilen hier. Okay, der ist zugesperrt, dann hier durch. Ja, oh, oh, was kommt da, was kommt da? Wow, jetzt hat drei auf einmal, drei auf einmal und meine Energie neigt sich dem Ende zu. Komm, spring doch drauf, Samus, was tust du denn? Jetzt hat. Kann es sein, dass ich nur von hinten drauf springen kann? So? Na, bleib mal stehen. Okay, ich kann anscheinend nur von hinten auf die Gegner springen. Oh, 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 oh. Hä, was? Warum weichst du aus, Samus? Der war nicht mehr in die Nähe von dir gesprungen. Jetzt ab, okay. Gut, langsam komme ich ein bisschen in das Spielprinzip hier rein. Aber ich habe gesehen, hier geht's doch rauf. Powerbomb, ja, na toll. Okay, da können wir noch nicht rein, erst später. Dann folgen wir mal den weiteren linearen Weg hier. Ah, damit haben wir den Aufzugraum erreicht. Ist ja cool, den gab es ja auch immer in den 2D-Metroids. Hier wird man in verschiedenen Bereiche gebracht und ich denke, dass er der erste Bereich, vermute ich jetzt mal, wird ein Urwald oder sowas in der Art sein. Naja, das schauen wir uns aber nächstes Mal an, denn da kommt wahrscheinlich wieder irgendeine Cutscene und naja, da will ich nicht überziehen. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt in die Kommentare, wie ihr den Part so fandet und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Bis dann und haut rein!